von einem Wir, das es zu stärken, zu fördern, zu schützen gilt, ist und war in den vergangenen Monaten nicht nur in Zeiten des Wahlkampfs oft zu hören. Das Wir trifft dabei auf das Ihr der anderen. Aber wen oder was meinte dieses Wir? Wen oder was meint dieses Wir für Christinnen und Christen? Die Lesungen dieses Sonntags geben darauf eine einfache Antwort. Ihr alle aber seid Brüder und Schwestern. Auch sollt ihr niemanden auf Erden euren Vater nennen, denn nur einer ist euer Vater, der im Himmel. So sagt es Jesus im Matthäusevangelium. Alle Menschen Kinder eines Vaters? Alle also irgendwie Schwestern und Brüder? Das klingt doch eigentlich nett und gut. Ein großes Wir, eine große Familie. Nur kann ich dann als Christ, als Christin ernsthaft fordern, dass es Menschen, Brüder und Schwestern erster und zweiter Klasse gibt? Dass für manche Grundrechte gelten, für andere nicht? Sicher nicht, meine ich. Dass wir Menschen es mit diesem großen Wir aber schon immer schwer hatten und lieber in kleinen Wir und Ihr denken, macht der Prophetentext aus dem 5. Jahrhundert vor Christus deutlich, der in katholischen Gottesdiensten vor dem Evangelium an diesem Wochenende gelesen wird. Dort heißt es: Haben wir nicht alle denselben Vater? Hat nicht der eine Gott uns erschaffen? Warum handeln wir dann treulos, einer gegen den anderen, und entweihen den Bund unserer Väter? Auf dem Weg zum großen Wir schlage ich eine kleine geistliche Übung vor. Wie wäre es, bei jedem gebeteten Vater unser gedanklich schon bei den ersten Worten, beim Vater unser zu verweilen und bewusst an die Menschen zu denken, die ich zu einem Ihr, zu den anderen, zu denen da rechnen möchte?